80 Milliarden Euro Steuermittel für rund 1,4 Millionen pensionierte Beamte. Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich steige einfach mal gleich in die Zahlen ein und möchte Ihnen einfach mal mitteilen, was die Destatis, also das Statistische Bundesamt für die Beamtinnen und Beamten im Jahr 2022 mitgeteilt hat. Und zwar in einer Pressemitteilung vom 20. Dezember 2022 hat sie uns mitgeteilt, dass es ab dem 1. Januar 2022 1,380 Millionen Pensionärinnen und Pensionäre des öffentlichen Dienstes gab. Das heißt also, das sind die Landesbeamten, das sind die oder die Landespensionäre, das sind die Gemeindepensionäre und die Bundespensionäre zusammengefasst. Das waren rund 1,4% mehr als ein Jahr zuvor. Im Schnitt erhalten die Pensionärinnen und Pensionäre 3.170 Euro brutto Ruhensgehalt. Ja, das ist schon mal eine ordentliche Zahl. Und für diese knapp 1,4 Millionen Pensionärinnen und Pensionäre hat der Staat im Jahr 2022 rund 80 Milliarden Euro an Steuermitteln aufgebracht. Das heißt also, 80 Milliarden Euro zahlt der Steuerzahler über den Bund für Leistungen der Beamtinnen und Beamten, die pensioniert sind. Das sind Wahnsinnszahlen, meine Damen und Herren. Und jetzt schauen wir uns mal noch eine Zahl an, die ganz interessant ist. Ich habe hier eine Aufstellung der Bundesregierung zur mittelfristigen Haushaltsplanung des Bundes für die Jahre 2023, 2027 für den Bundeszuschuss für die Rentenversicherung. Und wenn wir uns das mal ganz konkret anschauen, dann geht es um das Jahr 2023. Da haben wir laut den Angaben der Bundesregierung mit einem Bundeszuschuss von knapp 112 Milliarden Euro zu rechnen. Ja, also hier, ich mache das mal noch größer, dass Sie das sehen. Hier in diesem Bereich 2023 112 Milliarden Euro. Und jetzt nehmen Sie doch bitte mal diese 112 Milliarden Euro und addieren das mit den 80 Milliarden Euro Ausgaben für Beamtinnen und für pensionierte Beamtinnen und Beamte im Jahr 2022, dann sind wir bei über 190 Milliarden Euro, meine Damen und Herren, alleine für die Ausgaben, die der Bund für die Rentenversicherung als allgemeiner Zuschuss oder als Zuschuss generell, Bundeszuschuss zahlt insgesamt und für die pensionierten Beamtinnen und Beamten. Meine Damen und Herren, wir haben am 11. November 2022, auch das mache ich noch mal ein bisschen größer, hier, dass Sie das sehen, haben wir den Haushaltsausschuss gehabt, der den Bundeshaushalt für 2023 beschlossen hat. Meine Damen und Herren, der Bundeshaushalt für das Jahr 2023 beträgt 476 Milliarden Euro. Und wenn wir mal seriös annehmen, dass die 190 Milliarden Euro, also ich sage jetzt mal die 80 Milliarden für 2022 für pensionierte Beamte, da wird es nicht weniger werden im Jahr 2023. Nehmen wir aber mal die 80 Milliarden an. Rechne ich jetzt die 80 Milliarden plus die 112 Milliarden für die Rentenversicherung, sind wir bei 190 oder 192 Milliarden. Meine Damen und Herren, wir geben in Deutschland knapp 42% der Steuerleistungen alleine nur für den Bundeszuschuss für die gesetzliche Rentenversicherung und für Pensionäre aus. Und die Zahlen werden nicht weniger, sie werden steigen. Im Jahr 2027, auch das hatte ich Ihnen gezeigt, liegen wir schon beim Bundeszuschuss 134 Milliarden Euro. Und glauben Sie mir bitte eins, Beamtinnen und Beamte, die in die Pension gehen, die werden nicht weniger, die werden sicherlich mehr werden. Und deshalb werden auch dort die Zuschüsse, die Steuerzuschüsse deutlich steigen. Meine Damen und Herren, Zahlen, die so für die Zukunft unseres Landes nicht mehr haltbar sind. Wir können nicht fast die Hälfte des Bundeshaushaltes nur für Leistungen für Pensionäre und für die Rentenversicherung zahlen. Wir müssen endlich einen Weg finden, diesen Irrsinn zu beenden. Und deshalb schlage ich vor, eine einheitliche gesetzliche Rentenversicherung, in die alle einzahlen.
in die nicht nur Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer einzahlen, sondern auch Beamtinnen und Beamte, diesbezüglich natürlich auch mit einer entsprechenden Zusatzversorgung flankiert durch den Dienstherrn, aber auch Selbstständige, so wie ich, Politiker und weitere Personengruppen. Das heißt also, dass wir hier in Deutschland praktisch eine allumfassende gesetzliche Rentenversicherung bekommen und damit auch viel mehr Beitragszahler. Und damit könnten wir mittelfristig auch den Staatshaushalt aus meiner Sicht deutlich entlasten. Aber, meine Damen und Herren, das ist ein Thema, da können Sie ganz gerne trefflich mitdiskutieren auf rentenbescheid24.de. Ich würde mich selbstverständlich freuen, wenn Sie das tun, Kommentare dazu schreiben und Ihre Meinung hier auf meinem YouTube-Kanal abbilden. Näheres zu diesem Thema finden Sie wie immer auf rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche. Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.